Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch in diesem Video oder Podcast geht es um einen vermissten Fall aus den USA. Ein Cold Case aus dem Jahr 1994. Renee LaManna verhielt sich am Freitagabend, dem 7. Januar 1994, seltsam. Die 35-Jährige hatte sich mit ihrem Freund Robert Sudbury gestritten, während die beiden in der gemeinsamen Wohnung in New York City zu Abend aßen. Robert war sich nicht sicher, was er denken sollte. Sie war deprimiert. Wir aßen Suppe zum Abendessen und sie versuchte mir zu sagen, dass ich sie umbringen wollte. Das war das erste Mal, dass sie so etwas gesagt hat. Die beiden fingen an zu streiten und diskutierten sogar darüber, sich zu trennen. Schließlich beruhigten sich die Dinge etwas und Robert ging zu Bett. Als er aufwachte, war die Wohnung leer. Irgendwann, nachdem Robert eingeschlafen war, hatte Renee die Wohnung verlassen und war in die bitterkalte Nacht hinausgelaufen. Der Gedanke, dass ihre 10-jährige Beziehung mit Robert zu Ende gehen könnte, schien sie zu verzweifeln. Ein Passant fand sie barfuß und etwas verwirrt vor. Der Mann erkannte, dass Renee Hilfe brauchte und rief die Polizei, die Renee zu einer psychiatrischen Untersuchung ins Queens Hospital Center brachte. Im Krankenhaus war Renee dann so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht besonders erfreut davon, und obwohl die Ärzte sie zur Beobachtung einweisen wollten, lehnte sie eine Behandlung ab. Stattdessen willigte sie ein, zu ihrer Schwester nach Ocean City in New Jersey zu fahren. Margaret LaManna, eine Ärztin aus der Gegend von Philadelphia, erholte sich gerade von einer Lungenentzündung und konnte nicht nach New York City fahren, um ihre Schwester abzuholen. Stattdessen organisierte sie eine Limousine, die Renee abholte und in Ocean City absetzte. Renee war etwas verstört, als sie im Haus ihrer Schwester ankam, schien aber ein wenig aufzuheitern, als sie sich eingelebt hatte. Margaret bestellte ein Abendessen in einer örtlichen Pizzeria und die beiden unterhielten sich über bevorstehende Urlaubspläne. Als Margaret jedoch begann, die Küche aufzuräumen, verhielt sich Renee wieder seltsam. Sie sagte, ich stellte gerade Geschirr in die Spülmaschine, als sie sagte, sie würde rausgehen, um etwas frische Luft zu schnappen. Bevor Margaret reagieren konnte, sprang Renee auf und rannte nach draußen. Margaret jagte Renee hinterher, konnte sie aber nicht mehr einholen und verlor sie bald am dunklen Strand aus den Augen. Sie rannte zurück ins Haus und rief 911 um Hilfe. Die Beamten des Cape May County Sheriff's Office trafen bald darauf am Haus von Margaret ein. Aber Renee war zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden. Whiskey, der Bluthund des Sheriffs, wurde zu Margarets Haus geschickt, um herauszufinden, in welche Richtung Renee gegangen war. Es dauerte dann nur Sekunden, bis Whiskey Renees Fährte aufnahm und den Strand entlang trottete. Nach etwa 2 Blocks bog er vom Strand ab und lief in Richtung Central Avenue, wo die Beamten Renees Bademantel fanden. Whiskey schnüffelte an dem Bademantel, ging dann zu einem nahegelegenen Bordstein und setzte sich hin. Renees Spur schien an diesem Punkt zu enden. Es war möglich, dass sie in ein Auto gestiegen und aus der Gegend gefahren worden war. Polizeibeamte aus Ocean City und Polizisten aus Cape May County, die von der Küstenwache unterstützt wurden, suchten in den nächsten Stunden weiter nach Renee, fanden aber keine Spur von ihr. Obwohl sie nichts fanden, was darauf hindeutete, dass die Vermisste Opfer eines Verbrechens geworden war, machten sie sich Sorgen um ihren geistigen Zustand und befürchteten, dass sie den eisigen Temperaturen erliegen könnte, wenn sie nicht schnell eine Unterkunft finden würde. Später in der Nacht wurde die Polizei in eine Bar in Somers Point, New Jersey gerufen, etwa 4 Meilen von dem Ort entfernt, an dem Renee zuletzt gesehen wurde. Dolores Beck, die Besitzerin von Dolores Loft, hatte die Polizei gerufen, weil sie sich Sorgen um eine Kundin machte, die gerade die Bar verlassen hatte. Sie erzählte der Polizei, dass gegen 21 Uhr eine Frau in die Bar gekommen sei und ein Scotch on the Rocks bestellte. Sie wirkte aufgeregt und es war Dolores klar, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Dolores fiel sofort auf, dass die Frau einen Schlafanzug zu tragen schien und keinen Mantel hatte. Es war scheußlich kalt draußen. Es war einer der kältesten Nächte, die wir je hatten. Sie versuchte, die Frau in ein Gespräch zu verwickeln, um herauszufinden, ob sie Hilfe brauchte. Aber die Frau starrte einfach nur geradeaus und tat so, als ob sie nichts hören konnte. Sie hat kein Wort gesagt und ist einfach gegangen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte und rief die Polizei.
Als sie von Renées Verschwinden erfuhr, war Dolores sofort klar, dass Renée die Frau in der Bar gewesen war. Die Familie LaManna hatte in der Vergangenheit in dem Restaurant gegessen und Dolores erinnerte sich daran, Renée ein paar Monate zuvor getroffen zu haben. Sie sagte der Polizei, sie sei sich bei der Identität der Frau absolut sicher. Das war sie. Ich weiß, dass sie es war. Die Suche nach Renée verlagerte sich nach Summers Point, aber die Ermittler fanden dort keine Spur von ihr. Niemand berichtete, sie gesehen zu haben, nachdem sie Dolores Loft verlassen hatte. Es war, als hätte sie die Bar verlassen und sich in Luft aufgelöst. Die Ermittler hielten es für möglich, dass sie versucht hatte, in ihr Haus in New York zurückzukehren. Aber Margaret wies darauf hin, dass sie nicht über die nötigen Mittel verfügte, um dies zu tun. Sie hatte kein Geld, keine Kreditkarten, keinen Ausweis oder sonst was. Die Ermittler durchkämmten Ocean City und Summers Point, fanden aber keine Hinweise auf den Verbleib von Renée. 3 Wochen nach Beginn der Ermittlungen gab der Polizeikapitän von Ocean City, James Nichols, zu, dass kaum Fortschritte erzielt wurden. Wir haben einen großen Teil der Stadt durchsucht und nichts gefunden. Unsere Sorge ist, wenn sie von Ocean City aus mitgenommen wurde, wer hat sie dann mitgenommen? Niemand meldete sich, um zu berichten, dass er Renée am Samstagabend abgeholt hatte. Da es keine Anzeigen für ein Verbrechen gab, hielt es Captain Nichols für möglich, dass Renée freiwillig aus ihrem Leben verschwunden ist. Vielleicht wird das Mädchen einfach nicht gefunden werden. Aufgrund ihres schwachen Geisteszustandes war sie jedoch besonders gefährdet und die Ermittler wollten sie ausfindig machen, um sicherzugehen, dass sie in Sicherheit war. Aus Wochen wurden Monate und immer noch gab es kein Zeichen von Renée. Ihr Freund Robert verbrachte einige Zeit in Ocean City, um nach ihr zu suchen, und war über ihr Verschwinden fassungslos. Wie konnte sie aus der Gegend verschwinden? Es ist sehr sicher. Es ist eine wohlhabende Gegend, in der es kein einziges Verbrechen gibt. Er war sich sicher, dass Renée nicht freiwillig verschwunden war. Sie hat sich nicht versteckt. Sie war nicht die Art von Mensch, die völlig unabhängig war. Er glaubt, sie sei Opfer eines Verbrechens geworden. Obwohl Renée unter Panikattacken und Angstzuständen gelitten hatte, hatte sie in ihrem Leben schon viel erreicht. Sie war eine ausgezeichnete Studentin an der University of Scranton, wo sie einen Bachelor- und einen Masterabschluss erwarb, bevor sie sich dem Friedenskorps anschloss und in Marokko diente. Sie sprach mehrere Sprachen fließend, darunter Arabisch und Französisch, und hatte vor kurzem wieder die Schule besucht, um Nuklear-Medizintechnik zu studieren. Renée war sicherlich intelligent genug, um ihr eigenes Verschwinden zu inszenieren, aber ihre Angehörigen glaubten nicht, dass sie dies getan hätte. Margaret hielt es für möglich, dass Renée an Amnesie litt oder sich in einer Art dissoziativen Zustand befand und nicht wusste, wer sie war. Sie war überzeugt, dass Renée sie oder ihre Eltern kontaktiert hätte, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre, und sie sorgte sich um ihre Sicherheit. Im Mai 1995 wurde Renée möglicherweise in einem Autohaus in Northfield, New Jersey, gesichtet. Der Angestellte Howard McCrickert erzählte der Polizei, dass eine zerzauste Frau, die auf Renées Beschreibung passte, das Autohaus betreten und versucht hatte, ihm einen Haartrockner und einen Schwingspiegel zu verkaufen. Sie sagte mir, sie brauche Geld, um zurück nach New York zu kommen. Und dann fragte sie mich, ob ich sie zurück nach New York fahren konnte. Sie war ziemlich verwirrt. Er dachte sich nichts dabei, bis er ein paar Monate später eines von Renées vermissten Plakaten gesehen hat. Er war sich sicher, dass sie die Frau war, die im Autohaus gewesen war. Die Ermittler gingen seinem Hinweis nach, aber falls es sich bei der Frau tatsächlich um Renée gehandelt haben sollte, war sie zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden. Im November 1995 wurde Renées Verschwinden in einer Folge von Unsolved Mysteries thematisiert und ihre Familie hoffte, dass die landesweite Aufmerksamkeit zu neuen Hinweisen in ihrem Fall führen würde. Nach der Ausstrahlung der Folge erhielten die Ermittler 44 Anrufe von Personen, die glaubten, Informationen über Renée zu haben. Aber keiner der Hinweise führte zu ihrem Aufenthaltsort. Ihre Mutter, Anne LaManna, war enttäuscht. Es ist, als wäre sie einfach vom Erdboden verschwunden. Es war klar, dass die Ermittlungen zum Verschwinden von Renée immer mehr ins Stocken gerieten. Und so beauftragte ihre Familie einen Privatdetektiv mit der Suche. Im August 1996 verteilten sie in Ocean City und New York City neue Flugblätter über den Fall und baten jeden, der Informationen hatte, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Sie warteten immer verzweifelter darauf, von Renée zu hören, blieben aber optimistisch, dass sie noch am Leben war.
Als der vierte Jahrestag von Renés Verschwinden näher rückte, gaben die Ermittler zu, dass sie immer noch keine Ahnung hatten, was mit ihr geschehen war. Bill Weiland, Sergeant der Polizei in Ocean City, sagte gegenüber Reportern: "Wir haben alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir warten darauf, dass sich jemand mit Informationen meldet. Entweder will sie einfach nicht gefunden werden, oder im schlimmsten Fall ist sie nicht mal unter uns." Der Privatdetektiv Andy Sloan bemerkte: "Dieser Fall ist noch genauso kalt wie zu Beginn. Ich glaube nicht, dass es gut aussieht." Er räumte zwar ein, dass die Möglichkeit besteht, dass Renée an Amnesie leidet und deshalb keinen Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen konnte, aber es gab nur wenige mögliche Sichtungen von ihr und keine neuen Spuren, denen man nachgehen könnte. Wenn Renée irgendwo alleine lebte, schaffte sie es, völlig unter dem Radar zu bleiben. Im Januar 1999 erklärte Anne LaManna gegenüber Reportern, sie glaube nicht, dass ihre Tochter freiwillig 5 Jahre lang keinen Kontakt zu ihr gehabt habe. "Sie haben mir immer eine Rose zum Muttertag geschickt. Wir haben uns nicht entfremdet. Wir waren eine sehr eingeschworene Familie. Ihr Verschwinden hat sie vor ein Rätsel gestellt. Es ist, als ob sie verschwunden wäre. Aber irgendjemand muss doch etwas wissen." Sergeant Weiland stimmte zu, dass Renées Fall rätselhaft ist. "Es ist ein Rätsel. Es ist, als wäre sie vom Erdboden verschluckt worden." Frank und Anne LaManna widmeten einen Großteil ihres Lebens der Suche nach ihrer vermissten Tochter. Aber Antworten blieben aus. Leider sollten sie nie erfahren, was mit Renée geschehen war. Anne starb 2003 und Frank 2013. Und beide hielten an der Hoffnung fest, dass Renée noch am Leben war. In jedem ihrer Nachrufe wurde sie als Hinterbliebene aufgeführt. Renées Fall blieb bis 2015 eiskalt. Als die Polizei mehrere Meldungen über eine obdachlose Frau erhielt, bei der es sich vermutlich um Renée handelte. Die Frau, die sowohl in Virginia als auch in North Carolina gesichtet wurde, hatte keinen Ausweis bei sich und schien sich ihres Namens nicht sicher zu sein, gab aber schließlich an, Renée Lehman zu sein. Sie gab an, dass sie versuchte, nach Florida zu gelangen und erklärte: "Ich suche schon seit langem nach meiner Familie. Ich kann nicht verstehen, warum sie mich nicht finden können." Jemand machte ein Foto von der Frau und als Margaret es sah, war sie überzeugt, dass die obdachlose Frau ihre lang vermisste Schwester war. "Diese Bilder, 100%, das ist Renée. Da gibt es keinen Zweifel für mich." Im März 2015 gab der Bundesstaat North Carolina eine Silberfahndung aus, ein Silver Alert. Das ist ein System zur sofortigen öffentlichen Mitteilung und Übertragung von Informationen, die das Verschwinden älterer Menschen klären soll, und leitete damit die Ermittlungen zu ihrem Verschwinden neu ein. Es gab Dutzende von Berichten über Sichtungen der obdachlosen Frau, die sich anscheinend auf dem Weg nach Süden durch den Bundesstaat befand. Es dauerte fast ein Jahr, aber im Februar 2016 traf die Polizei schließlich auf die fragliche Frau in Kissimmee, Florida. Es war nicht Renée. Margaret war am Boden zerstört. "Wir sind untröstlich und absolut am Boden zerstört. Wir sind wieder ganz am Anfang." Trotz dieses Rückschlags war Margaret fest entschlossen, ihre Suche fortzusetzen. "Es gibt immer Hoffnung. Wir werden weitersuchen. Wir werden nicht aufhören." Sie war sich sicher, dass sie eines Tages mit Renée wieder vereint sein würde. Also bis heute ist Renée nicht wiedergefunden worden und der Fall ungeklärt. Ich denke, es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie von jemandem im Auto mitgenommen worden, eventuell hat dieser Mann sie getötet, denn ihre Spur endete ja an einem Bordstein. Die andere Möglichkeit ist, dass sie irgendwo tatsächlich herumirrt, nicht weiß, wer sie ist, nicht weiß, wo sie hingehört. Es kann natürlich auch sein, dass sie jemand mitgenommen hat, sie nicht getötet hat oder ähnliches, sie irgendwo an einem Wunschort abgesetzt hat und dass sie einfach nicht mehr wusste aufgrund einer Amnesie oder wie auch immer, wo sie hin muss und heute immer noch irgendwo herumirrt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!